So, jetzt haben wir alle unsere technischen Einrichtungen hier gestartet. Ich warte noch einen Moment, bis wir dann loslegen. Ja, und jetzt ist es auch 18.30 Uhr und ich möchte natürlich pünktlich starten, weil ich mich freue, dass wieder so viele Teilnehmer uns heute zuschauen bei dem bei uns hier wunderschönen Wetter. Also heute geht es ums IOM, also Grundkenntnisse im Neuromonitoring. Und am Anfang möchte ich so ein bisschen was zu uns sagen, zu der Firma Neurolight, was viele von Ihnen schon kennen, einige vielleicht noch nicht. Hier sehen Sie im Bild die Wegleitung, die wird Sie immer so begleiten durch das heutige Webinar. Also da werden Sie immer so ein bisschen sehen, wo wir uns gerade befinden, damit das ein bisschen einfacher ist im Durchlauf. Okay, also wir, die Firma Neurolight, wir sind ein kleines Handelsunternehmen und wir vertreiben schweizweit Produkte im Bereich der Neurologie, Neurodiagnostik, Neuromodulation, Neuroscience und natürlich sind wir sehr stark im Zubehör vertreten. Ein großer Teil unseres Auftrages, was wir haben, ist der Service, da im Bereich Installation unserer Geräte, der Support, Reparaturen und natürlich auch Wartung Ihrer Geräte, wenn irgendwelche Probleme auftauchen, dass Sie uns da kontaktieren können. Natürlich auch die Neurolight Academy, die einen großen Anteil mittlerweile hat. Das sind individuelle Geräteschulungen. Wenn jemand einen persönlichen Bedarf hat für eine Schulung, sind wir natürlich für Sie da. Wir bieten verschiedene Kurse an. Vor kurzem hatten wir jetzt auch einen Kurs über Schlafdiagnostik und natürlich Webinare, so wie heute, und verschiedene andere Webinare, die wir anbieten. Eine große Herzensangelegenheit der Firma Neurolight ist die Neurolight Helps. Unsere ausrangierten Geräte, die sind in Drittweltländern noch gut zu gebrauchen und die freuen sich natürlich, wenn sie davon noch profitieren können, die für sie keinen Mehrwert mehr bringen. Ja, also unser heutiges Webinar dauert ungefähr 45 Minuten und ich freue mich wirklich sehr, dass ich heute nicht alleine bin, sondern die Bettina Kehl mit ins Boot holen durfte. Sie arbeitet im Kantonsspital Aarau und ist stark im IOM tätig. Ich hatte nur einen kurzen Ausflug in meiner beruflichen Laufbahn ins IOM. Und dann finde ich es immer schön, wenn man jemanden an der Seite hat, der da ein bisschen mehr Erfahrung hat und der uns da ein bisschen unterstützt. Wenn Sie Fragen haben, möchte ich Sie die bitten, so wie immer in unseren Webinaren, die am Ende zu stellen. Da können wir gerne noch mal drüber sprechen. Zwischendurch, so wie wir das immer machen, haben wir so kleine Fragen, um das ein bisschen aufzulockern, dass es nicht ganz so stupid immer nur von unserer Seite gesprochen wird. Und dann würde ich dann auch das Wort als erstes schon mal an die Bettina Kehl übergeben. Sie wird jetzt anfangen und so unsere Wegleitung durchstarten. Schönen guten Abend, liebe Teilnehmer, liebe Dennis. Es freut mich, heute mit dabei sein zu dürfen. Was ist eigentlich das Monitoring, was wir da in dem OP stundenlang machen? Das Monitoring ist eine funktionelle Überwachung von neuronalen Bahnen, während chirurgische Eingriffe durchgeführt werden. Wir identifizieren wichtige Strukturen mit unterschiedlichen Aufgaben und möchten diese auch besonders schonen bzw. gar nicht schädigen. Wir möchten das Risiko von postoperativen neurologischer Schädigung senken, beziehungsweise möchten, dass Patienten postoperativ überhaupt keine Ausfälle haben. Die Methoden des IOMs kennen Sie teilweise auch schon aus Ihrem Alltag, aus der Praxis oder aus dem Spital. Wir führen die SSEPs durch, die somatosensorisch evozierten Potenziale. Am häufigsten führen wir dort die Medianus und Tibialis SEPs durch. Die sind zum Teil relativ sensibel bei einem Sauerstoffmangel, zum Beispiel im Gehirn.
Es können außerdem auch Pudentus-SEPs oder Trigeminus-SEPs durchgeführt werden und das entscheidet man dann vorab je nach Eingriff. Wir führen außerdem die MEPs, die motorisch evozierten Potenziale, durch. Dies kann transkraniell, also durch den Schädel hindurch erfolgen, beziehungsweise auch direkt über eine kortikale Stimulation mit einem zum Beispiel 4-Kontaktstreifen. Wir zeichnen Elektromyogramme auf während der Neuromonitorings. Da definieren wir verschiedene Muskeln der oberen, unteren Extremität oder Kennmuskeln von verschiedenen Hirnnerven, monitoren dort die aktuelle Aktivität. Außerdem führen wir auch VEPs durch bei Operationen, die im Areal der Sehbahn stattfinden. Wir führen akustisch evozierte Potenziale durch die AEPs, wenn es zum Beispiel zu einer Operation von einem Akustikusneurinom kommt. Wir leiten außerdem das Elektroenzephalogramm ab, also unser bekanntes EEG. Wir führen direkte Nervenstimulation durch und kortikale oder subkortikale Stimulationstechniken. Da stehen uns unterschiedliche Sonden zur Verfügung, um wichtige Strukturen aufzufinden. Das ist hier ein Beispielbild von so einer typischen Monitoring-Ableitung. Ganz links unten im Bild sehen Sie beidseitige Medianus- und Tibialis-SEP-Ableitung. Man sieht dann immer verschiedenfarbige Kurven. Im Hintergrund sind grüne Kurven dargestellt. Das ist unsere Baseline, unsere Referenzkurve, die wir am Anfang definiert haben. Und so können wir im weiteren OP-Verlauf eben direkt vergleichen, ob sich unsere Signale in der Amplitude verändern oder in der Latenz anders werden. Mittig unten im Bild, bezeichnet als TES-MEP, das ist die Darstellung eines transkraniellen MEPs. Wir leiten hier definierte Muskel zur oberen und unteren Extremität im Bild ab. Außerdem applizieren wir stets eine Kontrolle zur nicht betroffenen Gegenseite. Und standardmäßig haben wir auch Kennmuskel oben im Bild des MEPs vom Nervus facialis. Ganz rechts unten im Bild, das Fenster, was mit Strip bezeichnet ist, hier hat man direkt aufs Areal vom Motorkortex einen 4-Kontaktstreifen gelegt und gibt niedrige elektrische Impulse ab und sieht hier diverse Antworten von Muskeln am Arm. So kann man intraoperativ monitoren, ohne dass es den Operateur stört, weil bei dieser Technik keine großartigen Kontraktionen am Patienten stattfinden. Oben im Bild das Fenster als EMG bezeichnet, das ist unser Elektromyogramm. Das sind die identischen Muskeln, die wir auch im MEP installiert haben, um die aktuelle Muskelaktivität aufzuzeichnen. Hier in der violetten Kurve sieht man ein Antwortpotenzial im EMG. Da wurde eine subkortikale Stimulation durchgeführt mit einer Sonde, um das motorische Areal während einer Operation aufzufinden. Und da gab es dann sozusagen eine positive Antwort. Da weiß der Operateur dann, aha, hier in der Region muss ich vorsichtig operieren, denn in nächster Nähe befinden sich wahrscheinlich die Pyramidenbahnen. Das sind jetzt Beispiele von Zubehör, die wir im Neuromonitoring verwenden. Das sind immer zum Einmalgebrauch sterile Subdermalnadeln. Links unten im Bild diese verdrillten Elektroden, man nennt sie auch Twisted Pair. Die gibt es in verschiedenen Längen und Farben und die sind eben zusammengedrehte, paarige Elektroden, um Artefakte zu vermeiden bzw. die zu reduzieren. Hier mittig im Bild sieht man sogenannte Korkenzieher-Elektroden, auch Corkscrew genannt. Diese gibt es ebenfalls in verschiedenen Farben, auch in verschiedenen Kabellängen. Rechts im Bild, das sind Doppelnadeln, die kann man sehr gut zur Applikation vom Hirnnervenmonitoring verwenden, wie zum Beispiel Applikationen im Gesicht, Mund, Rachen oder Hals. Genau, und
Sie sehen hier schon unseren Umfrage-Button und da würden wir auch gerne eine Frage stellen. Ich gebe sie gerade frei, damit Sie das auch alle sehen. Und zwar, was ist der Vorteil von Korkenzieher-Elektroden? Verhindern das Herausrutschen, haben einen besseren Halt oder sie müssen mit Pflaster fixiert werden oder sie machen weniger Verletzungen in der Haut. Ja, also das ist jetzt die Frage an Sie. Dann warten wir mal einen Moment, bis sich einige entschieden haben. Genau, und hier ist es auch eine Mehrfachauswahl. Also man kann auch mehreres ankreuzen. Okay, gut. Ich denke, wir werden die Umfrage mal beenden. Ich würde das Ergebnis auch freigeben. Sie sehen das. Ja, also Sie, dadurch, dass es halt wie so ein Korkenzieher ist, halten Sie halt gut in der Haut. Aber Bettina wird gleich nochmal ausführlich über die verschiedenen Elektroden berichten. Und ja, also manche haben auch geschrieben, müssen nicht mit Pflaster fixiert werden. Das ist auch so aufgrund des Korkenziehers, aber Bettina spricht dann gleich nochmal drüber. Jemand hat auch geschrieben, dass es weniger Verletzungen in der Haut macht, aber ich gebe dann gleich das Wort nochmal an die Bettina, dann kann sie nochmal über die verschiedenen Elektroden sprechen. Hier im Bild sieht man wieder unsere gepaarten, gedrillten Twisted-Pair-Elektroden. Die benutzen wir zur Ableitung von der Muskelaktivität an den Zielmuskeln für das EMG sowie auch für das MEP und für die Stimulation, zum Beispiel am Handgelenk oder am Innenknöchel für die SEPs. Unsere Korkenzieher, die Corkscrew-Elektroden, verwenden wir für den Kopf. Die sind eben so spiralförmig hergestellt, damit sie das Herausrutschen verhindern aus dem Kopf. Und die meisten Patienten haben ja sehr viele Haare. Man könnte sie niemals mit Pflaster fixieren. Und so wurden die dann entsprechend entwickelt. Diese Corkscrew-Elektroden nehmen wir für die SSEP-Ableitung, außerdem auch für die Stimulation der transkraniellen MEPs und zur Ableitung der EEGs. Wenn man die eindreht, kommt es weniger zu kleinen Blutungen an der Kopfhaut, aber leider zu tendenziell größeren Blutungen beim Wiederherausdrehen. Also sie machen schon eher größere Verletzungen als die geraden Subdermalnadeln. Hier möchte ich nur kurz hinweisen, also wir haben bei uns im Repertoire verschiedene IOM-Nadeln, hier nur kurz aufgeführt, Mitbestellnummer. Wenn Sie da Fragen haben, können Sie natürlich auch jederzeit unsere ganz netten Damen der Administration kontaktieren oder bei uns im Webshop schauen unter Neuroleit.ch Webshop. Da ist auch ausführliches Zubehör beschrieben. Aber Sie können auch mich jederzeit kontaktieren, wenn Sie irgendwie Fragen zum Zubehör haben. Also da steht jeder bei uns bei Neuroleit zur Verfügung und Ihnen zur Seite und hilft Ihnen da gern weiter. Jetzt kommen wir zu den SEPs. Hier möchte ich näher auf die SEP medianus und tibialis eingehen. Werden auch nach dem 10-20-Schema ausgemessen, unsere Elektrodenplatzierung. Wir verwenden am Kopf unsere Korkenzieher-Elektroden und haben bei einem normalen oder komplexen Monitoring immer ziemlich viele Kabel. Und da ist es eben wichtig, dass wir bestmöglichst alle Kabel bünden, um Artefakte zu vermeiden und keine Antennenwirkung zu haben. Hier sieht man die schematische Darstellung für die SEP medianus und tibialis, wie man auch die Elektrodenplatzierung ausmisst. Wir messen, wie wir es vom 10-20-System kennen, vom Nasion zum Innion und quer dann vom präaurikulären Punkt zum gegenüberliegenden präaurikulären Punkt, um die Schnittpunkte für unsere CZ-Elektrode zu bekommen.
Von der CZ gehen wir dann 20% nach vorne, erhalten unsere Referenzplatzierung für die FZ und wir gehen etwa 3 cm nach hinten, erhalten unsere CZ' zur Ableitung für unsere Tibialis SEPs. Außerdem von der CZ ausgehend, von der CZ' ausgehend, lateral 7 cm auf die linke Seite und lateral 7 cm zur Gegenseite, erhalten wir dann unsere C3' und C4' auf der rechten Seite für unsere SEP-Medianus-Ableitung. Das ist hier eine schematische Darstellung, wie wir unsere Subdermalnadeln platzieren zur Stimulation am Handgelenk des Medianusnerven. Zwischen den beiden Punkten sehen Sie den Medianusnerven verlaufen und rechts und links davon setzen wir dann unsere Subdermalnadeln für die elektrische Stimulation. Ebenso machen wir das am Fußinnenknöchel für die Tibialis SEPs. Die beiden Punkte stellen wieder unsere Subdermalnadeln dar. Es ist ganz wichtig, wenn unser Patient Ödeme an den Handgelenken oder an den Füßen hat, dass wir unseren Einstichwinkel der Subdermalnadeln auf etwa 45 Grad erhöhen, damit wir für die Stimulation auch den Nerven gut erreichen können. Das ist jetzt ein Beispielbild von SEP Medianus hier links im Bild, SEP Tibialis rechts im Bild. Man sieht links im Bild wieder die grün dargestellte Baseline vom Medianus SEP und dann die aktuelle Messung. Und so kann man direkt wieder vergleichen. Sieht sie noch identisch aus oder ist sie vielleicht kleiner geworden? Hier rechts im Bild sieht man viele Kurven der Medianus SEPs. Oben die etwas dickere Kurve, das ist unsere festgelegte Baseline zu Beginn der OP, also unsere Referenzableitung. Die sieht man dann auch wieder ganz unten im Bild grün dargestellt. Und zwischendrin ist dann der zeitliche Verlauf unserer verschiedenen Messungen, die über den längeren Zeitraum durchgeführt wurden. Und hier kann man eindeutig sagen, das Potenzial ist super gut reproduzierbar und während dieser Phase komplett stabil geblieben. Ich möchte außerdem noch anmerken, dass in unserem Spital die Standardmontage für die SEP Medianus C3' zu FZ und C4' zu FZ ist. Es empfiehlt sich zum Teil nicht nur einkanalige Ableitung durchzuführen, sondern vielleicht auch eine Zweikanalableitung. Dann kann man als zweiten Kanal eine periphere Ableitung noch mit einbauen. Wenn wir zum Beispiel ein Signal peripher erhalten haben, aber dieses zentral erloschen ist, kann man dann eher sagen, das zeigt jetzt eher eine echte Veränderung an von der zentralen Ableitung. Würde ich jetzt peripher und zentral mein Signal verloren haben, müsste man überprüfen, ob es nicht technischer Natur ist. Rechts im Bild bei den Tibialis SEPs hier auch wieder die Baseline grün dargestellt. Und dann weiter rechts im Fenster der zeitliche Verlauf. Ebenfalls ist bei dieser Ableitung alles beim Tibialis SEP super weiterhin reproduzierbar und stabil geblieben. Es kann mal vorkommen, dass bei einer Standardableitung die Medianus- oder Tibialis SEPs nicht so gut reproduzierbar sind. Dann kann man auch eine andere Montage für die kortikale Ableitung wählen. In unserem Haus verwenden wir zum Teil zusätzlich noch für Tibialis SEP links eine Ableitung von C3' referenziell zu C4' und können damit zum Teil sehr schöne Tibialis SEPs mit darstellen. Und die verschiedenen Spitäler verwenden auch zum Teil unterschiedliche Ableitungen und zum Teil bis zu 4 verschiedenen Montagen der SEPs. Weiter geht's, jetzt spreche ich kurz über die transkraniellen MEPs. Die motorisch evozierten Potenziale unserer MEPs dienen der Überwachung der Funktion motorischer Bahn zu den Extremitäten, dem Rumpf und der Hirnnerven. Die Stimulation erfolgt transkraniell, ist wie bereits erwähnt auch kortikal möglich und die Ableitung erfolgt an den vorher definierten Zielmuskeln. Unter der Narkose ist es so, dass eine einzige Stimulation zum Auslösen eines Muskelantwortpotenzials nicht ausreichend ist.
Da kommt dann eine Train-Stimulation intraoperativ zum Tragen. Das sind innerhalb von einer Stimulation 4 bis 6 hintereinander folgende Pulse. Das ist jetzt ein Beispielbild einer Train-Stimulation mit Ableitung der oberen und unteren Extremität. Standardmäßig haben wir oben links im Bild noch 2 Muskeln vom Nervus facialis mit drin und immer unsere technische Kontrolle zur gesunden Gegenseite. Das sieht man hier rechts im Bild unten zum ADM und Tibialis anterior auf der rechten Seite. Bei einem Hirnnerven-MEP ist es dann so, dass zusätzlich eine Vorinnervation erfolgt, bevor die eigentliche Train-Stimulation durchgeführt wird. Da geht es einfach darum, dass man sicherstellt, technisch korrekt zu stimulieren und nicht zu stark stimuliert und die Hirnnerven dann peripher innerviert. Für die transkraniellen MEP messen wir auch wieder nach dem 10-20-Schema aus. Wir verwenden am Kopf zur transkraniellen Stimulation unsere Korkenzieherelektroden. Es ist wichtig, dass man bei transkraniellen MEPs einen Bissschutz appliziert. Und wir wählen, je nach Größe unserer gewählten Zielmuskeln, die Länge der Nadeln aus. Es gibt für kleine Muskeln, zum Beispiel vom Abductor digiti minimi, das ist ein sehr kleiner Handmuskel, da wählen wir 15 mm lange Nadeln. Tibialis anterior am Bein ist eher ein größerer Muskel, da wählen wir längere 20 mm Nadeln. Genau. Und dann ist hier auch wieder unser Umfrage-Button. Und Bettina hat über Bissschutz gesprochen und dass der wichtig ist. Und unsere Frage ist hier, warum ist es wichtig, bei transkraniellen MEPs einen Bissschutz zu applizieren? Einmal verhindert es vielleicht das Vorausrutschen des Tubus oder durch starke Kontraktion im Kieferbereich, Vermeidung von Zusammenbeißen der Zähne oder vermeidet es das Kauen auf dem Tubus bei spontanem Erwachen vom Patient. Ja. Ich warte einen Moment, bis sich alle entschieden haben. Ja, also ich würde die Umfrage auch beenden. Und hier sind sich, glaube ich, alle, ich gebe das mal frei, damit Sie das auch sehen, hier sind sich alle auch wirklich einig, dass es da zu starken Kontraktionen im Kieferbereich kommt und dass wir da einen Zungenbiss vermeiden. Hier in dieser Folie sehen Sie jetzt verschiedene Beispiele für Stimulationsorte für unsere transkraniellen MEPs. Da gibt es ganz viele Varianten. Wir verwenden die Montage C1, also in dem Fall ist es dann die differente Elektrode gegen die C2-Elektrode. Das ist dann die Referenzelektrode zur Stimulation des linken Motorkortex und für die Gegenseite die C2-differente Elektroden gegen C1 als Referenzelektrode zur Stimulation des rechten Motorkortex. Und diese Verschaltung ist ziemlich gut für die transkraniellen MEPs, für die Ableitung von Arm- und Beinmuskulatur. Bei Wirbelsäulenoperationen verwenden wir außerdem die Stimulationsorte C3 als differente Stimulationselektrode gegen die C4 als Referenz zur Stimulation des linken Motorkortex und Ableitung für die rechte Ziehmuskulatur. Wir verwenden für die Gegenseite C4 gegen C3 als Referenzelektrode für die Stimulation des rechten Kortex und Ableitung für die linke Ziehmuskulatur. Das verwenden wir nur bei Wirbelsäulenoperationen, weil es bei Tumoroperationen durch diese größere Stimulationsdistanz schon dazu führen kann, dass man vielleicht am Tumor ein bisschen vorbeistimuliert.
Und das ist auch wieder zur Ableitung für die Arm- und Beinmuskulatur gut geeignet. Es gibt noch sehr selektive Stimulationsorte, wenn man zum Beispiel die C3 gegen CZ verwendet zur Stimulation des linken Motorkortex und für die Ableitung zur rechten Zielmuskulatur, für die Gegenseite C4 gegen CZ, für die Stimulation des rechten Motorkortex und Ableitung für die linke Zielmuskulatur. Das ist eine ganz selektive Stimulation für Gesicht und Arme. Rechts im Bild sieht man eine weitere selektive Stimulation für die Hirnnerven. Da verschaltet man dann die C1 als differente Elektrode gegen die CZ als Referenzelektrode zur Stimulation im Motorkortex links. Und für die Gegenseite stimuliert man die C2 gegen die FZ für die Stimulation rechter Motorkortex. Das ist jetzt ein Beispielbild. Den Musculus abductor digiti minimi haben wir standardmäßig in jedem Programm drin. Wir verwenden dann die kürzeren Nadeln, stechen die Twisted Pair in diesen kleinen Handmuskel ein und fixieren das dann gut, dass das nicht wieder herausrutscht. Bei den transkraniellen MEP ist es dann auch wichtig, dass wir eine Erdung zusätzlich an Schulter- oder Beckenkamm anbringen. Das ist eine Beispielableitung am Bein. Auch standardmäßig in unserem Programm ist der Musculus tibialis anterior. Da verwenden wir dann längere 20 mm Nadeln. Genau, für diese ganzen Muskelgruppen braucht es dann immer eine Referenz bzw. eine Erdung an Schulter- oder Beckenkamm pro Headbox. Es empfiehlt sich immer, mindestens zwei Muskelgruppen der oberen und unteren Extremität zu monitoren. Es kann mal sein, dass man eine Elektrode oder ja, eine Ableitelektrode nicht gut applizieren kann oder dass sich der Muskel etwas zurückgebildet hat oder dass durch Zug etwas herausgerutscht ist. Und einfach, um dann ja, ein reduziertes Monitoring zu vermeiden, installieren wir immer 4 Muskeln der oberen und unteren Extremität, außerdem unsere technische Kontrolle zur Gegenseite. Und es ist ganz wichtig, es kann mal vorkommen, dass ein OP-Gebiet am Kopf sehr groß ist, dass wir dementsprechend unsere Ableit- oder Stimulationselektroden versetzen müssen, dass das dokumentiert wird. Es kann dann aufgrund dessen technisch bedingt zu Seitendifferenzen kommen, weil wir unsere Elektroden nicht optimal platzieren konnten. Weiter geht's mit dem EMG. Das Elektromyogramm ist eine Aufzeichnung elektrischer Aktivität von definierten Muskeln. Das sind immer die gleichen Zielmuskeln, die wir bereits im MEP gewählt haben. Es ist sowas wie eine Online, eine Momentaufnahme. Man nennt es auch Freerun. Hier im MEP können, im EMG können auch Artefakte gesehen werden und man kann außerdem die korrekte Installation von unseren Kabeln überprüfen, indem man zum Patienten hingeht und auf Nadelelektroden klopft und dann am Monitor überprüft, ob im EMG tatsächlich der richtige Muskel wackelt. Bei gestressten Strukturen kann es im EMG zu Spontanentladungen kommen. Die unterteilen sich in Spikes, das sind einzelne Spitzen. Dann gibt es außerdem Bursts, das sind aufeinanderfolgende Spikes, die treten aber nicht länger als 0,2 Sekunden auf. Und dann gibt es noch die Trains. Das sind dann ganze Komplexe von aufeinanderfolgenden Bursts, die eine Dauer von mehreren Sekunden zum Teil haben. Das ist dann ganz wichtig, wenn wir so etwas im EMG sehen, sprich anhaltende Bursts oder Trains, dass wir den Operateur darüber informieren, dass er dann gegebenenfalls eine Pause einlegt, mal eine Spülung durchführt oder in einem anderen Areal erstmal weiter präpariert, bis sich unser EMG wieder beruhigt hat. Denn das ist einfach eine Aussage von gestressten Strukturen. Das können Hirnnerven sein oder auch Muskelaktivität, wenn man am Rückenmark präpariert. Und im EMG durch
verschiedenste Stimulationstechniken, hervorgerufene Aktivitäten können hier dann auch registriert werden. Das ist jetzt auch nochmal ein Beispiel zu Ableitorten, wie wir auch im EMG unseren ADM, den Abductor Digiti Minimi, ableiten, unseren Tibialis Anterior und noch verschiedene andere Muskeln der Arm- und Beinmuskelgruppen. Und dass es ganz wichtig ist, unsere Erdung am Schulter- oder Beckenkamm zu applizieren. Weiter geht's mit weiteren Methoden. So, in unserer Elektromyographie können wir außerdem mit verschiedenen Stimulationssonden arbeiten. Diese dienen zum Auffinden wichtiger Strukturen und zur Identifizierung verschiedener Nerven. Die ausgelösten Antworten durch die Stimulation sind dann in unserem EMG sichtbar. Es gibt zum einen monopolare Sonden, da breitet sich der Strom eher ein bisschen weiter im Gewebe aus. Es gibt außerdem bipolare Sonden, das sind sehr selektive Stimulationen. Hier im Bild ist das so wie eine Gabelsonde, da fließt der Strom nur zwischen diesen beiden sichtbaren Kontakten und da werden Strukturen in direkter Nähe stimuliert. Das hier ist ein Beispielbild von positiven Antworten nach der Stimulation mit einer Handsonde. Hier links im Bild sieht man Antworten vom Armmuskel, vom Brachioradialis und vom Musculus Abductor Digiti Minimi. So sehen dann diese Antworten aus. Da wurde mit einer monopolaren Sonde subkortikal stimuliert. In dem Moment weiß der Operateur nicht ganz genau, wo sich wichtige Strukturen befinden. Ganz einfach ausgedrückt operiert er da ein bisschen blind mit so einer Sonde, die in verschiedenen Abständen elektrische Impulse abgibt und kommt es dann zu diesen positiven Antworten, melde ich ihm das zurück und da weiß er dann, ach, hier muss ich vorsichtig präparieren, resizieren, weil in unmittelbarer Nähe befinden sich dann motorische Areale bzw. die Pyramidenbahn. Weiter geht's mit der Vorbereitung und Durchführung von Neuromonitorings. Wir müssen uns zum einen technisch vorbereiten. Es ist immer wichtig, dass man untereinander Standardszenarien für häufig kommende OPs festlegt, dass man nicht bei jedem Monitoring alles neu programmieren muss. Es ist immer gut, wenn man gewisse Standardmuskeln definiert. So kommen immer wiederkehrende Muskeln für den Operateur, für die Kommunikation vor. Auch beim neuen Personal wissen die dann ganz genau, okay, was habe ich hier zu tun? Welcher Muskel befindet sich wo am Körper? Und wie ich bereits erwähnt habe, ist immer die technische Kontrolle, zum Beispiel zum ADM und Tibialis Anterior, zur Gegenseite ratsam. Denn wenn ich mal ein transkranielles Monitoring durchführe und plötzlich überhaupt nichts an keiner Seite, auch nicht auf der Kontrolle zur Gegenseite erhalte, kann ich eigentlich davon ausgehen, dass hier irgendein technisches Problem vorliegt und dass das nicht echt sein kann. Unser Material bereiten wir möglichst vor den Eingriffen vor. Dann suchen wir uns eine Box oder eine Schale, packen dort unsere nötigen verschiedenen Elektroden hinein. Wir verwenden bei jedem Patienten ein neues Maßband, Markierungsstifte, Pflaster zur Fixierung von unseren Kabeln. An unserem Gerät haben wir außerdem die Möglichkeit, selbstklebende Etiketten auszudrucken. Wenn man die Möglichkeit nicht hat, kann man selbstverständlich auch ein Pflaster mit einem Stift beschriften, damit man dann diese vielen Kabel wirklich ohne Probleme und fehlerfrei zuordnen kann. Wir verwenden bei jeder Installation Hautdesinfektion und natürlich auch Handschuhe. Wir besprechen jedes Monitoring vorher mit dem Arzt oder mit dem direkten Operateur, ob er besondere Messtechniken durchführen möchte. Da müssen wir dann gegebenenfalls unsere Maschine umprogrammieren. Wir bringen außerdem in Erfahrung, welche Stimulationen er durchführen möchte, damit wir dann auch die jeweiligen Sonden parat haben können.
Außerdem ist es auch wichtig, dass wir ein bisschen nachvollziehen können, was wird da eigentlich operiert. Wir schauen uns mit dem Arzt vorher auch die MRI-Bilder an, dann können wir dann sehen, okay, wo befinden sich vielleicht Hirnnerven oder Gefäße in der Nähe vom OP-Gebiet, was kommt da eigentlich auf uns zu, welche Hirnnerven werden vielleicht freigelegt, welche müssen wir dementsprechend monitoren oder kann es ja bei Präparation nah von Gefäßen dann auch für Sauerstoffabfall kommen. Das ist immer wichtig, diese Information sich vorab schon zu holen. So, die Installation am Patienten, wie ich auch schon erwähnt habe, wird immer ein Bissschutz gelegt, wenn wir transkranielle MEPs durchführen. Wir ziehen uns dann Handschuhe an, desinfizieren die Haut und legen unsere sterilen Subdermalnadeln an den definierten Muskeln. Wir verwenden unsere Klebeetiketten, um die vielen verschiedenen Kabel auseinanderzuhalten und zum Teil verwenden wir auch Farbschema. Wir fixieren unsere Nadeln mit Pflaster, damit sie dann bei Umlagerung des Patienten nicht herausgerissen werden oder dass sich keiner verletzt. Wir wickeln zum Teil Kabel um die Finger oder um die Zehen, denn unsere Monitorings sind zum Teil wirklich ja, mit bis zu 40 Kabeln dann installiert. Da muss es einfach Ordnung geben, wenn der Patient danach noch viel bewegt wird. Das ist hier ein Beispielbild, da haben wir ein Kabel aufgewickelt und erstmal über den großen Zeh gehangen. Die Nadeln sind gut mit Pflaster fixiert. So kann der Patient problemlos umgelagert und in seine Endposition für die Operation gebracht werden. Die eigentliche Installation im Saal. Der Patient sollte auf keinen Fall auf den Kabeln liegen, damit es zu keinen Druckschäden kommt. Wir haben in unseren Sälen Teams von der Lagerung und so können wir dann immer miteinander besprechen, wie wir gegebenenfalls unsere Elektroden polstern können. Wir legen unsere Kabel stets unter den Leitungen von der Anästhesie. Die müssen zum Teil recht schnell an ihre Leitungen kommen und wir dürfen die Arbeit auf gar keinen Fall behindern. Wir versuchen, unsere vielen Kabel stets gut zu bündeln, um die Antennenwirkung zu vermeiden und versuchen natürlich auch immer unsere Kabel separat zu führen, um Artefakte zu reduzieren. Damit wir keine Stolperfallen produzieren oder Kollisionen mit anderen Geräten haben, binden wir unsere Kabel nach Möglichkeit auch immer nach oben an den Patiententisch. Es ist ganz wichtig, dass wir unsere Headboxen immer so platzieren, damit sie jederzeit für uns erreichbar sind, damit wir gegebenenfalls weitere Elektroden oder Sonden anschließen können. Unsere Stromstecker versuchen wir je nach Möglichkeit auch immer alleine in Steckdosen zu applizieren. Und nochmal, um das deutlich zu machen, wir klopfen unsere EMG-Elektroden nach Möglichkeit ab, um die korrekte Anlage zu überprüfen. Das ist ganz wichtig. Wie hier im Bild dargestellt ist, ist auch die aktive Kommunikation sehr wichtig, auch vor allem mit dem Team der Anästhesie. Verschiedene Anästhetiker können nämlich auch Auswirkungen auf unsere evozierten Potenziale haben. Sie können unsere Latenz verändern, unsere Amplituden und die motorischen Schwellen verändern. Ebenfalls können sie auch unsere EEG-Ableitung verändern. Wichtig ist dann für uns, wenn wir beginnen wollen, mit unseren Messungen, auch mit unseren motorischen Messungen, zu wissen, ob der Patient noch relaxiert ist oder ob nochmal extra Boli gegeben werden musste. Es kann dann auch mal vorkommen, dass man die MEPs durchführen möchte oder am Kontrollieren ist, ob der Daumen beim Medianus-SEP zuckt und plötzlich keine motorische Antwort zu sehen oder aufzuzeichnen ist. Und dann kann es teilweise noch daran liegen, dass der Patient noch teilweise oder ganz relaxiert ist. Und das müssen wir dann einfach in Erfahrung bringen, dementsprechend dann noch ein paar Minuten warten, bis das dann wieder draußen ist und wir problemlos messen können. Es ist außerdem wichtig zu wissen, ob wir tatsächlich eine intravenöse Narkose haben. Man versucht bei Operationen mit Neuromonitoring immer zu vermeiden, dass eine Gasnarkose verwendet wird.
Und es ist außerdem wichtig, die Anästhesie und die technischen Operationsassistenten zu informieren, dass man epileptische Anfälle auslösen kann, wenn kortikale Stimulation durchgeführt werden. Für die OTAs ist es wichtig, dass sie dann Eiswasser am sterilen Tisch haben. Und für Anästhesie ist es wichtig, dass sie gegebenenfalls noch etwas aufziehen müssen, um das zu spritzen, um den Anfall unterbrechen zu können. Genau. Und auch hier ist auch wieder unser Umfrage-Button. Ich stelle die Umfrage mal frei. Und zwar hat Bettina gesprochen über die Gasnarkose, und zwar warum keine Gasnarkose. Also je mehr Gas gegeben wird, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass MEP und SEP-Amplituden reduziert werden, damit der Patient keinen Lachanfall bekommt. Oder je mehr Gas gegeben wird, umso höher werden MEP und SEP-Amplituden. Ja, ich denke, hier sind sich alle ziemlich einig. Ich beende mal die Umfrage. Also es hat sich jemand dafür entschieden, dass der Patient keinen Lachanfall bekommt. Ja, das hoffen wir natürlich auch nicht. Aber ja, es ist natürlich so, dass durch die Gasnarkose die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass sich MEP oder SEP-Amplituden reduzieren. Ah, jetzt habe ich das nochmal freigegeben. Ich glaube, jetzt ist es für alle sichtbar. Ja, das mit dem Lachanfall, das ist auch nicht so schlecht. Ja, aber ich glaube, den Lachanfall, den bekommen wir lieber hinterher, wenn alles dann rum ist und der Patient vielleicht gut erholt ist nach seiner Operation. Das ist dann, glaube ich, schöner. Ja, und jetzt kommen wir dann auch schon zum letzten Teil, worüber Bettina sprechen möchte. Das ist dann das aktive Monitoring. So, jetzt habe ich alles installiert, alles soweit kontrolliert. Jetzt geht es los mit dem eigentlichen Monitoring. Zunächst messe ich dann mal meine Impedanzen, um wirklich jede Elektrode einzeln zu überprüfen, hat die wirklich den nötigen guten Kontakt. Dann setze ich meine Baseline, also meine Referenzkurven, um dann im weiteren Verlauf zu sehen, ob die nächsten Signale dementsprechend stabil bleiben. Es ist außerdem bei so vielen verschiedenen Messtechniken ganz wichtig, dass ich immer wieder aufs Neue meine Einstellungen kontrolliere. Man stimuliert zum Teil mit verschiedensten Intensitäten, mit verschiedenen Frequenzen. Das ist ganz unterschiedlich, und damit es zu keinen Fehlern kommt oder ja, Stillständen oder postoperativen Schäden, ist es wichtig, dass ich immer wieder aufs Neue meine Einstellungen und Parameter kontrolliere. Ich dokumentiere jeden Schritt im OP-Ablauf. Wann ist der Schnitt? Wann ist die Dura offen? Wann ist die Dura geschlossen und der Eingriff beendet? Wann wird die Hautnaht durchgeführt und der Eingriff ist somit bald beendet? Es ist außerdem auch ganz wichtig, die Parameter von Blutdruck, Temperaturen, Sauerstoffsättigung mitzunotieren. Wie ich bereits zu Beginn gesagt habe, sind die SEPs zum Teil sehr sensibel auf einen Sauerstoffmangel im Gehirn. Der kann hervorgerufen werden, wenn die Beatmung vielleicht abgeknickt ist. Der kann hervorgerufen werden, wenn ein Gefäß vielleicht abgeklemmt ist. Ja, und wenn die Perfusion generell sehr schlecht ist, ist es halt auch so, dass unsere Amplituden von den SEPs dementsprechend sinken können. Außerdem, wenn die Körpertemperatur vom Patienten ziemlich tief ist, kann das auch unsere Latenzen in den SEPs verzögern. Wenn der Patient einen sehr tiefen Blutdruck hat, kann das auch Einfluss auf unsere SEPs haben. Außerdem dokumentiere ich dann immer noch kritische Phasen. Das bedeutet Manipulation an Gefäßen, Manipulation an Hirnnerven. Dementsprechend kann es dann zu spontanen Entladungen im EMG kommen oder Clipping-Phasen, wenn Gefäße erstmal abgeklippt werden. Warnkriterien. Wann sage ich dem Operateur eigentlich Bescheid? Hey, bei mir in meinen Signalen hat sich was verändert. Da ist was nicht gut.
Bevor ich mit dem Operateur spreche, überlege ich stets für mich im Stillen, ob die Veränderungen überhaupt erstmal echt sein können. Dann kontrolliere ich wieder, wie ist die Perfusion, spreche gegebenenfalls mit der Anästhesie, hey, stimmt von eurer Seite her alles, ist der Patient stabil? Dann frage ich mich, passt die Veränderung eigentlich zu den chirurgischen Maßnahmen oder machen die gerade nichts Kritisches? Dann frage ich mich außerdem, kam das plötzlich? Das deutet dann eher auf etwas Echtes hin. Oder kam es schleichend, weil die Operation einfach schon 8 Stunden lang andauert? Dann frage ich mich außerdem, ob es auch zur OP-Seite passt und ob die Veränderung etwas Globales ist. Das bedeutet, ob sich all meine Signale auf allen Seiten verändert haben oder wirklich nur in dem OP-Gebiet. Generell kann man sagen, dass ein Amplitudenabfall von 50% und eine Latenzverzögerung ab etwa 10% ein kritischer Punkt ist. Natürlich sage ich dem Operateur schon frühzeitig, schau, jetzt ist mein SEP direkt in diesem Moment etwa 40% abgefallen. So kann er mir Rückmeldung geben, ob das auch logisch für seine Maßnahme ist, ob das wirklich sein könnte und mit seiner aktuellen Präparation zusammenhängt. Jetzt kommen wir auch langsam zum Ende meines kleinen Vortrages. Es ist so, manchmal steht man im OP und hat einfach Probleme. Dann ist es wichtig, die Ruhe zu bewahren, denn meistens kann man diese Probleme auch relativ schnell lösen. Wenn ich nicht ableiten kann, messe ich wieder meine Impedanzen. Es kann sein, dass der Patient in der Zwischenzeit umgelagert wurde oder OP-Equipment umgeschraubt worden ist und da vielleicht ein Kabel von uns eingeklemmt wurde. Und durch die Impedanzmessung kann man zum Beispiel einen Kontaktverlust identifizieren. Außerdem überprüfe ich meine Artefaktgrenzen. Es kann manchmal sein, dass zum Beispiel ein SEP im Averaging nur Fehlmessung hat und nicht aufsummiert. Da erweitere ich gegebenenfalls meine Artefaktgrenzen und schaue mal, ob das Artefakt, was ich jetzt mit in der Mittelung habe, sich nicht mit der Zeit herausrechnet. Außerdem überprüfe ich immer meine Kanäle. Sind eigentlich die richtigen Kanäle eingestellt? Ist das wirklich alles korrekt, um zu messen? Manchmal schleichen sich da nämlich auch kleine Fehler ein. In der Verwendung von Stimulationssonden kann man immer prüfen, ob der Stromfluss eigentlich aktiv ist. Wir haben da immer so ein Blinken. Und dann haben wir, wenn der Kontakt mit dem Gewebe hergestellt ist, dann auch immer so ein gelbes Signal. Das heißt, wir können mit unserem Gerät tatsächlich überprüfen, ob technisch gerade einwandfrei alles läuft. Manchmal kann es passieren, wenn der Operateur in das OP-Areal eine Referenzelektrode installieren muss, dass diese vielleicht herausgerutscht ist. Wenn ich Störungen in den EPs und im EMG habe, müssen wir dann immer schauen, ist denn etwas anders in unserem heutigen OP-Saal? Dann halte ich oft Rücksprache mit dem technischen Personal, ob die vielleicht heute ein neues Gerät in Verwendung haben. Bestes Beispiel, elektrische Heizmatte. An dem Tag konnten wir keine Messung unseres Monitorings durchführen. Es hatte überall so große Artefakte, dass überhaupt nichts ging. Habe ich mich mit den Kollegen unterhalten und wir konnten herausfinden, dass der Patient auf einer Heizmatte lag, die komplett mit Strom durchflossen war. Als wir diese neue Heizmatte dann ausgesteckt haben, konnte das Monitoring problemlos durchgeführt werden. Außerdem haben wir festgestellt, den Stecker von der Neutralplatte zu ziehen, was dann auch zu einer Artefaktreduzierung kommt. Diese Neutralplatte wird vor allem für operative Zugänge verwendet. Die Neutralplatte leitet elektrischen Strom wieder aus dem Körper ab. Wir haben in unserem Spital vereinbart, sobald das Gerät mit der Neutralplatte nicht mehr zur Verwendung kommt, dürfen wir dann diesen Stecker ausstecken und haben entsprechend weniger Artefakte in unseren Kurven. Außerdem gibt es auch so typische chirurgische Geräte, die immer Artefakte machen. Die lernt man dann einfach mit der Zeit kennen, durch Beobachtung, was hat der Operateur jetzt in der Hand, oder zum Teil kann man die auch durch verschiedenste Geräusche auseinanderhalten und da wissen wir, okay, jetzt wird das und das verwendet, das macht jetzt einfach in diesem Zeitraum Artefakte und wir können nichts sinnvoll messen.
Das sind zum Beispiel Bohrer oder Fräser. Vielen Dank, Betty. Bettina, ich sage immer Betty, weil für mich ist sie Betty. Für viele andere von Ihnen natürlich auch, die Sie kennen. Ja, danke, Bettina, dass du uns heute so einen kleinen Ausflug ins EOM gemacht hast. Entschuldigung, also jetzt am Ende hat es mit der Technik doch noch einen kleinen Haper gegeben. Ich glaube, Sie haben mich gerade nicht so gehört. Ich hatte das Mikrofon stumm. Also ja, ich danke Bettina recht, recht herzlich für den kleinen Ausflug ins IOM. Ja, hier sehen Sie das nächste Webinar. Das nächste Webinar ist am 29. September. Da sprechen wir über abnorme Befunde und Filtereinstellungen bei den evozierten Potenzialen. Und zwar war das ein Wunsch. Wenn Sie das Webinar verlassen, kommen Sie auf eine Umfrage. Und da hatten einige den Wunsch, dass wir halt nicht nur über dieses Standard-EP sprechen, sondern uns auch mal andere Befunde anschauen, wo nicht so klar ist, wo setzen wir die Marker und vielleicht. Manchmal haben wir auch die Anfrage, hey, ich kann überhaupt nichts sehen in meinem EP. Und dann schaut man sich das an und dann sind die Filter so schlecht eingestellt, dass überhaupt gar nicht das ableitende Potenzial im Bild ist. Und da würde ich gern Ende September genauer drauf eingehen. Ja, ich danke Ihnen, dass Sie heute bei dem wunderschönen Wetter, ich hoffe, wo auch immer Sie zuschauen, dass Sie auch das schöne Wetter genießen können. Für die, die jetzt so langsam in die Ferien gehen, wünsche ich schöne Ferien, eine schöne Sommerzeit und wir sehen uns dann Ende September, wenn wir dann mit dem Herbst so langsam anfangen für das neue Webinar wieder. Also ich danke Bettina recht, recht herzlich, dass sie uns so einen Einblick gegeben hat. Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie die jetzt noch stellen? Wenn nicht, wenn Ihnen erst später noch eine Frage einfällt, können Sie die natürlich auch schreiben. Also wir können das auch gerne per Mail kommunizieren. Ja, und ansonsten wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Abend und eine gute Zeit und dann bis bald. Ja, also so wie ich jetzt sehe, sind aktuell keine Fragen und dann würde ich das Webinar jetzt auch beenden. Also vielen herzlichen Dank. Ah, es kommt jetzt doch eine Frage. Warum braucht man Eiswasser im OP? Wenn ein epileptischer Anfall durch eine kortikale Stimulation ausgelöst wird, kann man mit diesem Eiswasser den Anfall unterbrechen. Und wenn das nicht genügt, spritzt dann die Anästhesie zusätzlich noch ein Medikament. Aber in der Regel genügt tatsächlich so Eiswasser, was dann wirklich in das OP-Areal reingespritzt wird. Ja, danke, Gordana, für die Frage. Dankeschön. Ja. Also ich denke, jetzt wären wichtige Fragen da gewesen. Wie gesagt, wir sind per Mail natürlich immer erreichbar, auch per Telefon. Natürlich können Sie uns kontaktieren, wenn Sie Fragen, Probleme haben. Und dann würde ich jetzt das Webinar beenden und danke Ihnen herzlich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich auch für Ihre Teilnahme und schönen Abend noch. Auf Wiedersehen.